Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin wieder zurück und jetzt wieder mit einer alten OBS-Version, denn die letzte Folge zum Beispiel müsste irgendwo mittendrin abgebrochen sein. Beziehungsweise, ich glaube, wo ich aus dem Bunker dann langsam raus bin, ist die Folge abgebrochen. Ich war noch beim Händler, habe Dinge verkauft und Dinge gekauft. Das war alles leider nicht mehr Aufnahme drin. Es war wohl doch ein Fehler, OBS Studio zu updaten. Ich habe jetzt die Version wieder zurückgeholt, meine alte Version, der es funktioniert hat. Relativ lange fehlerfrei. Wir hatten ja mal ganz am Anfang des Let's Plays, der eine erinnert sich auch Probleme mit dem Encoder. Dann habe ich den Encoder gewechselt. Der läuft jetzt eigentlich reibungslos. Problem war, durch das Update von OBS, es schien alles zu funktionieren. Anscheinend nicht. Denn ich habe jetzt auch diese Aufnahme hier ungefähr 8-mal gestartet, schon vor 2 Stunden grob, weil ich das Ganze aufnehmen wollte. Und ja, ich bin jetzt wieder bei der alten Version und hoffe, dass jetzt diese Aufnahme eigentlich funktioniert. Denn vorher habe ich die ganze Aufnahme gestartet und es ist mir immer nach 5 Minuten abgebrochen. Nach 5 Minuten ist eine scheiß Folgenlänge, kann ich natürlich nicht rausbringen. Deswegen, es fehlt jetzt ein bisschen was wieder. Wir sind trotzdem erst bei 207 Ruhmpunkten. Also einen Ruhmpunkt haben wir nur mehr, glaube ich, wie das letzte Mal. Und wir sind bei, unserer üblichen Ausrüstung. Ich habe ein bisschen sortiert allerdings. Unter anderem haben wir 2 neue Schränke. Ich kann mal ganz kurz zeigen, ich habe ein bisschen sortiert. Hier ist Baumaterial drin und so ein bisschen Dietrich-Zeug. Sonst ist hier nichts weiter drin. Doch, hier unten sind noch die Klamotten drin, die wir hatten. Ganz unten. Dann haben wir Medizin und Kleidung. Okay, ich wollte wahrscheinlich die Kleidung eher hier reinpacken. Egal. Ich habe das heute Morgen gemacht. Ich habe da ein bisschen sortiert. Hier ist medizinischer Stuff. Wir haben 2 Milliarden Nassets. Wir können noch 2 Milliarden Nassets herstellen. Werden wir sie brauchen? Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben es zumindest. Wir können mal eins übrigens mitnehmen. Zusätzlich haben wir hier den Waffenschrank. Da ist jetzt nichts Neues. Ein bisschen Munition kam dazu. Die Waffen sind die üblichen, die wir hier haben. Wir haben die M249 haben wir nicht verkauft. Nachtsgerät haben wir noch für den Bunker. Wir werden, und zwar, das ist die Folge, bevor jetzt der Livestream heute Abend beginnt. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich mein OBS noch umstellen konnte wieder. Denn heute Abend ist Livestream mit Scum. Gerne mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Da können wir auch gerne mal quatschen im Chat. Finde ich immer sehr, sehr cool. Wenn ich denn zum Chat lesen komme. Ich hoffe doch zumindest. Wir haben Predator-Bogen 70. Wir haben eine Schlüsselkarte bekommen für einen C1-Bunker. Die hält nur 65 Stunden jetzt, die Karte. Der C1-Bunker ist der hier, der verlassene Bunker. Ich habe noch nie eine Schlüsselkarte für einen Bunker benutzt. Die habe ich mir getradet mit, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Sorry dafür. Irgendeiner hat es ausgeschrieben gehabt. Auf jeden Fall haben wir die uns getradet. Und ja, 65 Stunden drauf, C1-Bunker. Das werden wir heute Abend im Livestream mit Vanni machen. Das heißt, für euch ist das die nächste Folge. Zusätzlich werden wir jetzt einmal ganz kurz A, müssen wir unser Schwert reparieren gehen, weil das mega gelitten hat im Bunker. B, den Schalldämpfer habe ich schon repariert. Und wir brauchen noch weitere Munition, die wir noch craften müssen für die MK18. Und wie gesagt, ich hoffe, dass die Aufnahmen jetzt wieder reibungslos laufen. Zusätzlich habe ich mir noch eine andere Karte geholt, die Classic-Karte. Die blaue haben wir weggeschmissen. Bushman haben wir noch, genau. Brains, die Message of the Day. Und ich habe das Auto eben aussortiert. Hier ist jetzt einmal Ordnung drin in dem ganzen System. Ich zeige mal ganz kurz, was wir jetzt noch alles so haben. Wir haben diese 3 Kisten. Cool, wir werden hier die Scrollgeschwindigkeit endlich mal angepasst wird übrigens. Hier ist das ganze Zeug auch sortiert. Hier haben wir die Waffenkiste, wo wir Waffen herstellen können. Wir hatten tatsächlich ganz viele Bleiplatten. Ich habe keine Bleiplatte mehr gekauft. Das sind alles Bleiplatten, die wir noch hatten. Und wir haben sogar noch eine Autobatterie. Genau, hier Werkzeugkisten. Und hier unten habe ich schon mal die Carbonpfeile. Die sind für den Bunker-Run, den wir machen werden. Heute Abend dann mit Vanni zusammen. Das werdet ihr, wie gesagt, in der nächsten Folge sehen. Das hier ist noch die Verkaufskiste. Das ist vom Verkaufszeug übrig geblieben, was ich raussortiert habe, was wir nicht brauchen. Und das hier ist jetzt praktisch nur in der Behaltenkiste drin, was wir so an Baumaterial haben. Also das sind jetzt momentan die Kisten, die wir haben. Wir werden jetzt einmal mit unserem Töff-Töffchen in die Stadt fahren, werden einmal unsere Dauer reparieren, weil wir das für heute Abend auch brauchen. Wir werden noch mal ein bisschen Munition herstellen. Wir werden vielleicht kurz in die Polizeistation gucken oder irgendwas anderes in der Stadt treiben und mal gucken. Vielleicht gehen wir noch mal tanken, ist nur halb voll. Wir müssen dann ein bisschen laufen auf jeden Fall auch. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das neue Update von OBS Studio hört sich oder hat sich ganz gut angehört. Es waren ganz viele Bugfixes dabei. Auch der Encoder wurde gefixt. Dieser NVENC-Encoder, der bei mir mega Probleme gemacht hat. Ich habe lustigerweise auf dem alten Encoder bin ich trotzdem geblieben. Ich habe nicht mal den neuen ausprobiert, aber es stürzt dauernd ab. Immer wieder die Aufnahme. Das Programm hängt sich dann auf und die Aufnahme ist dann leider futsch. Ich kann die Aufnahme zwar verwenden, weil ich das so eingestellt habe. Ich nehme ein Format auf, wo die Aufnahme dann zumindest weg ist oder nicht funktioniert, sondern es würde funktionieren. Aber dass wir jetzt alle 5 Minuten abgebrochen hat, ist das halt keine Aufnahme. Und zusammenschneiden diese 5 Minuten Videos könnte ich tun, aber ihr wisst, ich schneide nichts. Und eher ganz selten. Und deswegen, ja, werden wir das lassen.
Was wir unbedingt bräuchten, wäre noch ein weiterer Kühlschrank. Achso, ich habe nur eine Essenstruhe gemacht. Die habe ich jetzt nicht gezeigt. Essenstruhe neben Kühlschrank und eine Truhe gebastelt. Da haben wir Essen reingepackt und die Kochbücher reingepackt. Und das ganze Esszeug, was wir noch hatten. Allerdings spoilt das natürlich langsam vor sich hin, wenn wir keinen Stoßstange Wolfswagen. Die wäre sogar gut, aber ich glaube, wir haben uns ja alles repariert. Das spoilt halt so langsam vor sich hin, das Essen. Deswegen wäre noch ein Kühlschrank ganz geil. Deswegen jetzt mal hier ganz kurz vielleicht tatsächlich hier ein bisschen durchpflügen. Ein paar Puppets können wir natürlich noch erschießen. Wir haben ja die Gewehrfähigkeit bereits erhöht. Mit einmal zwei Magazine, glaube ich, durchjagen war es. So viel war es gar nicht. Wo war hier einer? Wenn hier meistens keine Puppets hier auf der Straße stehen, war hier irgendeiner. Das ist zumindest durchgefahren. Übrigens, die anderen können wir vielleicht auch mal machen. Ich weiß, eine Base steht irgendwo hier. Hier stehen zwei Basen, glaube ich, von zwei Leuten. Ich glaube, Legolas auch. Unter anderem. Schon wieder Schuhe. Diesmal sind es Gummistiefel. Der kennt ein Muster. Letztes Mal waren hier Wanderstiefel gestanden. So, wir nehmen einmal ganz kurz. Jetzt werden wir erstmal Munition machen, solange hier kein Puppet unterwegs ist. Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir das rein? Da haben wir es rein. So, das Zeug ziehen wir uns jetzt einmal so, wie es ist, hier rüber. Die 20er-Platten können wir mal mitnehmen. Den ganzen Metallschrott. Wir werden ein bisschen mehr Metallschrott wahrscheinlich noch brauchen, wie wir es haben. Wir nehmen erstmal das Schießpulver, was wir benutzen können, plus den improvisierten Werkzeug. Das würde nicht ganz reichen. Ich habe auch meine ganzen Klamotten und alles repariert. Einmal komplett meinen Charakter überarbeiten praktisch. Damit wir einfach mal wieder fit sind. Vor allem jetzt dann auch für den verlassenen Bunker. Ich bin mal gespannt, wie das mit der Karte funktioniert. Es müsste theoretisch jede Tür jetzt mit dieser Karte tatsächlich aufgehen. Das heißt, auch die Schlösser, die wir knacken müssen sonst, müssten eigentlich aufgehen. Und das wäre halt richtig geil. Und das Schöne ist, wir hatten schon dreimal mittlerweile, glaube ich, so eine Karte für so einen Bunker. Ich konnte sie immer nicht nutzen, weil ich zum Zocken gekommen bin. Und heute haben wir die Gelegenheit endlich dazu, weil heute Abend noch Livestream ist, dass wir das endlich mal nutzen können, die Karte. Finde ich sehr, sehr nice. Dann haben wir das zumindest auch mal. So, woran mangelt es an? Nichts. Warum? Wir haben Schießpulver? Kann das sein? Drei, ja, Schießpulver. So, rauslegen, zurück. Ich hoffe, dass das dementsprechend auch überarbeitet. Oh, jetzt haben wir gar kein Schieß. Okay, wir haben Schießpulver schon komplett gebraucht. Macht nichts, wir haben noch. Bin froh, wenn sie das Inventar oder das ganze System überarbeitet haben, dass du das hier besser herstellen kannst. Vor allem dann machst du die Tasche voll, stellst sie hin und sagst, herstellen, bis es nicht mehr geht zum Beispiel oder irgendwas in der Richtung. Das wäre halt richtig, richtig nice. So, jetzt müssen nur noch vier Aufladungen. Genau, jetzt haben wir noch vier Aufladungen von improvisiert. Ich bin aber komplett durchrepariert. Deswegen können wir uns das schenken. Und das Ding können wir hier rauslagern. Jetzt brauchen wir eine neue improvisierte Werkzeugkiste. Wir können auch eine normale nehmen, aber ich würde jetzt die improvisierten erstmal rausschmeißen wollen, die wir gebastelt haben. Das war leider das, was jetzt alles in den Aufnahmen wieder gefehlt hat, mal. Aber ich hoffe, dass es jetzt wieder reibungslos funktioniert. Ich habe eben leider keine PP-Gaming-Tasse heute. So, uns wird gleich der Metallschrott ausgehen, aber wir haben noch zwei Autofracks hier rumstehen. Beziehungsweise eins, aber vielleicht finden wir auch noch ein bisschen anderen Metallschrott. Und können noch ein bisschen Munition herstellen. Denn wir werden hauptsächlich mit der MK18 schießen. Ist eine schöne Waffe, ich schieße sehr, sehr gerne. Wie ihr wisst, und deswegen, ja, werden wir hauptsächlich MK18 schießen. 9mm Munition haben wir noch einiges. Da lag auch noch ein bisschen was in der Base rum. Also da sind wir auf jeden Fall auf der safen Seite. Wir sind jetzt bei 5. Genau, jetzt ist uns der Metallschrott ausgegangen. Wir haben gleich kein Schießpulver mehr, so wie es aussieht. Und wir haben Respawn. Also ist tatsächlich vorhin einer anscheinend durchgefahren, wenn wir jetzt Respawn haben. Achso, das Dauer müssen wir noch reparieren. Das können wir auch mal machen, bevor wir jetzt das weiter strapazieren. Übrigens 211 Ruhmpunkte. Das sieht man mal, wie schnell man Ruhmpunkte generiert, wenn man Munition dementsprechend herstellt. Sehr, sehr nice. Dann müssen wir einmal reparieren. Das machen wir jetzt noch mit dem Kit. Sind jetzt so 5 Aufladungen, wir können gleich nochmal nachholen. Gott, ist der Mann gut vorbereitet. So, und dann reparieren, reparieren. Hier wäre auch ganz geil, wie beim Schleifstein beispielsweise, drückst du auf reparieren. Cool, wenn du einstellen könntest, wie weit du das reparieren möchtest. Auch beim Schleifstein beispielsweise. Hast du einen Schleifstein in der Tasche, drückst du auf reparieren und das Ding ist komplett durchrepariert, bis der Schleifstein praktisch leer ist. Hier reparierst du immer nur 5%. Cool wäre ein Schieberegler, reparieren, Schieberegler. Ich möchte 10% reparieren. Das nur mal als Beispiel. Gesundheitlich leider immer noch sehr angeschlagen. Angeschlagen gestern sogar. Aber es sollte hoffentlich bald auch wieder vorbeigehen. So, 94%, das sollte erstmal reichen. Und dann bin ich wieder auch ganz fit und mit voller Stimme wieder da. Hält mich aber nicht desto trotz davon ab, hier doof durch die Gegend zu schwafeln.
So, wir gucken auf jeden Fall mal ganz kurz nach Kühlschränken, würde ich sagen. Hier haben wir nochmal zwei. Ein Parksensor können wir mitnehmen, können wir verkaufen. Ist jetzt nicht sonderlich viel wert. Man kann daraus Sprengfallen basteln. Müssen wir vielleicht auch irgendwann mal tun, damit wir Sprengstoff ein bisschen skillen. Ich habe vor, in der nächsten Staffel mal eine Killbox zu machen. Meine erste Killbox. Und dazu brauchen wir ein bisschen Fähigkeit in Sprengstoff. Gibt es so ein Entschärfungsding, was man sich basteln kann? Vielleicht werden wir das irgendwie bauen und dann damit ein bisschen Sprengstoff skillen. Müssen wir mal gucken. Wir sollten da relativ... Oh, das können wir auch verkaufen. Wir sollten da relativ schnell skillen können, weil wir Intelligenz von 4,5 haben. Oh, Lumpen auch gut. Brauchen wir nämlich. Verbände haben ja doch den ein oder anderen dann im Moga noch gebraucht. Beziehungsweise, ja, wir haben es ein bisschen verschwendet, aber... es ist jetzt eigentlich kein Problem, Klamotten mit der Schere auseinanderzulegen oder Lumpen rauszukriegen. Klamotten sind zwar recht rar geworden, aber wir haben ja ein paar, die wir nicht brauchen, theoretisch. Das lohnt sich auch. 85% ist sogar besser wie das, was ich habe, glaube ich. Kein Metallschrott, schade. Aber im Müll findet man am besten Metallschrott. Oder eben in Autos, klar. Da liegen Haarklammern schon wieder. Ich glaube, das letzte Mal lagen hier auch Haarklammern. Lassen wir liegen. Wir haben genug. Ich weiß gar nicht, was mit dem ganzen Zeug anfangen soll. Okay, hier war jetzt leider nichts. Polizeistation. Ja, jetzt großartig hier rein zu looten. Ist halt die Frage. Oh, hier war Respawn. Oder? Da liegt ein Packen Chips. Habt ihr's gesehen? Können wir Stau nehmen? Moin. Hat super funktioniert mal wieder. Übrigens, nach unten sollte er genau das hier machen. Aber du musst wirklich so nach unten gucken. So reicht nicht. Du musst wirklich so. Das wäre cool, wenn sie das so ändern würden. Kartoffelchips. Das Schöne ist, auch ohne Knacken kannst du ja relativ gut Loot abstauben. Das lohnt. Und natürlich Candy Pops. Vor allem viel Essen. Lustigerweise. Polizeimütze. Nehmen wir auch mit. Und hier natürlich auch Munition und so weiter und so fort. Aber ich will jetzt tatsächlich nicht die euch quälen, zum 200. Mal die Polizeistation zu looten. Sondern, ja, es ging mir hauptsächlich darum, das Dauer zu reparieren. Wir gehen vielleicht nochmal kurz tanken. Das ist auch immer ganz spannend. Da hinten ist noch die Garage, die wir mitnehmen können. Da auch vielleicht nochmal reparieren, wenn wir durch sind. Da hinten sind nochmal Garagen. Da würde ich auch nochmal gucken wollen. Vielleicht haben wir ja das Glück und finden irgendwo einen Kühlschrank. Kaufen wollen würden, würde ich mir jetzt keinen. Wir sind längst auch relativ pleite. Ich habe jetzt zwar $832 grob. Hat sie... Oh! Oh! Okay, das hat sich mega gelohnt. 5 Aufladungen für einen Schraubenzieher plus Schießpulver, was wir brauchen. Für weitere Munition, die wir herstellen können. Nice. Die Bar kann sich auch lohnen, wenn man Essen sucht. Hier steht beispielsweise schon mal wieder... Ich glaube, das sind Rosinen, oder? Nee. Zucker. Empty Bag. Empty Bag wurde mir übrigens gesagt, vielen Dank für das Kommentar an der Stelle. Wurde gesagt, da kann man Sand reinfüllen. Gut, das wusste ich, dass man da aus Sandsäcke bauen kann. Was ich tatsächlich nicht auf Schirm hatte, weil wir sie gemacht haben, was wir auch in der nächsten Staffel machen werden. Wir haben sehr viel vor in der nächsten Staffel. Man kann mit den... Oh, nett. Oh, die soll antibiotische Wirkung haben. Das können wir auch gleich mal gucken. Steht aber nichts dabei. Mir wurde in einem Kommentar auch geschrieben, dass die antibiotische Wirkung hat, eine Zwiebel. Steht jetzt zumindest nicht dabei. Bei Knoblauch steht sie ja extra dabei. Sorry, muss ich euch enttäuschen. Steht auch nichts Vitamine, andere Kohlenhydrate, Zucker, Ballaststoffe. Ja, alles gut, aber antibiotische Wirkung, Zwiebel, nö. Aber trotzdem danke für den Kommentar. Und jetzt habe ich den Faden verloren, mal wieder. Schön. Irgendwas wollte ich gerade. Mir wird es wieder einfallen. Ich habe mich so über die Zwiebel gefreut. Oh. Ach, wieso... Kaffee wäre so geil, wenn so viel Kaffee wie Kakaopulver rumstehen würde. Steht immer nur lustiges Kakaopulver durch die rum. Achso, die Taschen, genau. Wurde mir geschrieben, man kann Sand da reinfüllen. Ja, ist richtig. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass man mit den Sandsäcken dann seine Basis aufwerten kann, wenn es darum geht, die Basis so aufzuwerten, dass man... War das eigentlich unsere Aufmerksamkeit? Dass man dann die Basis aufwerten kann. Zu Beton beispielsweise braucht man diese Sandsäcke, um da das Ganze aufzuwerten. Ach, wir müssen aus dem Kampfmodus raus. Okay, Überlebensfähigkeit ist noch zu niedrig. Wir haben noch keinen Kompass und nichts. Jagen macht es da relativ schwer tatsächlich. Du siehst die Spuren einfach verdammt spät. Okay, wir machen es anders da. Wir laufen nochmal ganz kurz zurück zum Auto. Wir haben Zeit. Wir laufen nochmal zurück. Werden kurz das Taschen leer machen. Wir haben einiges zum Verkaufen jetzt schon wieder gefunden. Wir brauchen auch Kohle tatsächlich. Wobei, ja, eigentlich
Für was brauchen wir Kohle? Wir brauchen Kohle, um Munition herzustellen. Wir haben jetzt nochmal 70. Wir haben 100 Schuss. Das reicht für einen Bunker. Definitiv. Ist das die Verkaufenkiste? Jupp. Verkaufen, verkaufen. Der Bogen, der kann erstmal hier in den Braumarsch. Die Jacke habe ich eigentlich auch nur an ausgezogen, weil wir sie gerade nicht gebraucht haben. Wir können zweimal Munition wiederherstellen. Wisst ihr was? Das werden wir auch gleich tun. Sonst jammer ich nachher wieder. Achso, wir brauchen ein Werkzeugkästchen. Verbesserte Holz. Danke. Und das Ganze nochmal. Während meine Nase mich umbringt. So. Mehr Metallschrott haben wir leider nicht. Aber es nochmal 10 Schuss zusätzlich sind 4-5 Puppets, die wir wieder taktieren können dadurch. Dann packen wir einmal alles wieder zurück. Schießpulver ist tatsächlich dann eine Ressource, die mir so ein bisschen ausgegangen ist. Aber es ist, wie es ist. So, das hier, das hier, das hier. Die Bleiplatte packen wir hier hin. Das Ding packen wir dahin. Das da dorthin, das da dorthin. Die Fackel ist eigentlich zu verkaufen da. Den Lumpen würde ich gerne behalten, aber dafür haben wir auch eine Behaltenkiste. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass wir das Zeug so liegen lassen. Das Schöne ist, nach wie vor, die Leute sind fleißig am Spielen auf dem Server. Wirklich sehr fleißig. Viele sind viel fleißiger am Server spielen momentan wie ich. Ich bin so ein bisschen zurückhaltender, was es momentan angeht, weil ich nach wie vor eben auf die Version 095 warte, die hoffentlich bald kommen wird. Aber die anderen legen richtig krass los auf Server, haben massenweise Ruhmpunkte mittlerweile auch schon. Und freut mich sehr. Das Schöne ist auch, man hilft sich gegenseitig, genauso wie es sein soll. Also wunderbare Community hier. Cool. Desinfektionsalkohol in der Garage, auch nicht schlecht. Wunderschöne Community hier auf dem Server. Ich hoffe, das bleibt so. Aber bis jetzt keinerlei Probleme, nichts, keiner schießt irgendwie quer. Yes! Noch ein großer Generator. Nee, unser erster großer Generator. Und ein Autobahn. Alter! Wir haben einen großen Generator. Einwandfrei. Wir haben momentan ja nur den kleinen und einen Kühlschrank. Wir können zwar damit zwei Kühlschränke betreiben, aber der große Generator ist Deluxe. Weil wir damit mehrere Kochplatten bedienen können und ich Kochskill kann. Unter anderem. Kochskill sind wir bei 11%. Aber schon Anfänger. Doch, Anfänger. Cool. Hat sich schon gelohnt. Also Garagen-Looten lohnt sich immer. Schraubenzieher, Generatoren, Kühlschränke, Autoteile. Alles Mögliche. So, jetzt müssen wir den nur irgendwie da reinfummeln. Kriege ich dich in so eine Kiste? Joa, in die Verkaufenkiste. Dann kommst du da rein. Du kannst in die verbesserte Holztruhe. Du kannst auch erstmal. Ich müll mir jetzt gerade schon die Kiste wieder zu. Ich hasse das wie die Peste. Mit der neuen Staffel. Gut, ich habe jetzt gerade meine Basis auch relativ gut sortiert, wie ihr gesehen habt. Mit der neuen Staffel werden wir ein Basiskonzept haben, was es für mich leichter macht, das ganze Zeug zu sortieren. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir da was ausgesucht. Wir werden ein Basiskonzept ein bisschen umarbeiten. Jetzt nur im Kühlschrank, das wär's. Und werden dann eine Wareneingangs-, Warenausgangsruhe mehr oder weniger haben, wo wir dann, wo ich dann Zeug einfach reinschmeißen kann und es bei Gelegenheit dann sortieren kann. Und ja. Ich hoffe, das läuft dann um einiges besser. Das Jersey Sword war leider relativ kaputt schon. Dabei ist es bei 75%, aber guck mal, voll zerrissen. Das kann man mitnehmen, ist jetzt nicht sonderlich viel wert, aber warum nicht? Stoff jetzt nur. Schade, kein Kühlschrank, nochmal Dietriche. Dietriche findest du relativ häufig. Hier lohnt es sich auch mal reinzugucken. Arbeitshose, gar nicht schlecht. Notfalls Lumpen. Apotheke können wir lassen. Wenn man jetzt unbedingt Geld braucht, kann man da auch nochmal reingucken. Checkpoint, weiterer Kochtopf, das ist super. Vor allem, weil wir jetzt mehrere Platten nutzen können. Momentan kann der Puppet nicht durchs Fenster. Wenn der Patch 095 kommt, kann er durchs Fenster und dann wird's spaßig für uns. Sage ich euch. Denn dann springt er einfach durchs Fenster und dann haben wir ein Problem. Denn dann macht er so. Und sogar schneller wie ich, wahrscheinlich. Und dann haben wir den nämlich am Arsch kleben. So, was noch cool wäre. Das ist noch eine weite Garage. Was noch cool wäre, wäre eine Kettensäge tatsächlich. Wir haben zwar das Haus eigentlich so weit. Ich möchte das Haus nicht weiter bauen. Weil es vergebene Limbus ist, weil das alles zurückgesetzt wird.
mit der neuen Version. Aber wäre trotzdem cool, eine Kettensäge zu haben. Starterkabel, ja, ist auch wieder ein bisschen was wert. Auch wieder 85%, ich erkenne ein Muster. Da oben haben wir noch eine Garage. Die hier. Die können wir noch mitnehmen. Moin, du bist auch gerade gespawnt, oder? So, bisschen Nahkampfskillen. Die Garage können wir auch noch mitnehmen. Ist auch nie verkehrt. Mittlerweile ist unsere Ausdauer recht hoch. Was allerdings noch nicht ganz so hoch ist, ist Laufen. Wir müssen ein bisschen mehr durch die... Noch 85%? Nein, schade. Wäre das dritte. Und ich muss ganz wichtig, ich müsste mich auf meine Bedroll mal legen, wenn wir uns auslocken. Da ich, wie gesagt, heute Nacht werden wir noch in den Bunker gehen. Wenn ich jetzt dann eine Erschöpfung habe. Wir haben zwar auch noch gutes Essen und ich kann jetzt dann auch noch Essen zubereiten. Aber es wäre natürlich besser, wenn wir dementsprechend ausgeruht sind. Oh, wir haben keine Ausdauer. Oder er ist... Ja, das ist so ein normaler Puppet. Der braucht 3 Schläge. Das geht mit dem DAO. DAO ist schon wieder bei 86%. Das geht verdammt schnell, leider. Alter, okay. Gut. Der Herr wünscht sich einen Kühlschrank. Der Herr bekommt einen Kühlschrank. Finde ich gut. Finde ich gut. Wenn das im wahren Leben so laufen würde, hätte ich keine Probleme mehr. Folgendes Problemchen. 87% sogar, der ist richtig gut. Wir werden das Ding nicht alles transportieren können. Wir werden jetzt einmal zurückfahren. Wir haben Generator und Kühlschrank gefunden. Ich bin besser kann es nicht laufen. Wir werden jetzt einmal das Auto nehmen. Die Kisten lasse ich kurz stehen. Wir fahren zurück, bringen das Zeug in unsere Hütte. Das müsste aber gehen, oder? Dass ich den Generator auch einladen kann, oder? Ja, der nimmt keinen Platz weg. Der nimmt echt keinen Platz weg. Und den Kühlschrank kriege ich hier rein, glaube ich. Wir lassen die beiden Kisten mal stehen. Wie gesagt, das klaut hier keiner auf dem Server, auch wenn die Kisten, die sind unabgesperrt, aber hier geht kein, also maximal schaut sie mal in der Kiste durch, klauen wird keiner was. Zumindest gab es noch keine Beschwerden darüber und die Leute sind sowieso sehr nett, die jetzt hier momentan mitspielen. So wünscht man sich das Ganze und ja, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall an der Stelle. Ich weiß, dass jeder eigentlich das Let's Play hier auch guckt, der mitspielt, weil dadurch sind sie darauf aufmerksam geworden, auf das Ganze hier. Nee, nehmen genauso viel Platz, wie ich habe, wollte gerade sagen. Das sieht doch kleiner aus. So, dann fahren wir schnell zurück. Die Kisten werden nicht despawnen. Wenn jetzt das andere Zeug despawnen, was wir auch so hingelegt haben, wo nur noch wenig Aufladung drin waren, shit happens. Autofahren skillt sich tatsächlich trotz Intelligenz von 4,5 relativ langsam, muss ich sagen. Autofahren sind wir jetzt zum Beispiel erst bei 86% und noch kein Rang. Und ich bin schon einiges durch die Gegend gefahren. Also wir haben schon mal ein paar Mal getankt. Wir waren jetzt nicht mega groß über die Karte unterwegs, aber ich bin immer wieder mal zum Händler gefahren, Schneebiom, rauf, runter, links, rechts und so weiter. Aber da braucht man tatsächlich noch ein bisschen was. Und ja. Aber ich bin insgesamt zufrieden, wie die Servereinstellungen so sind. Vielleicht werden wir noch ein bisschen was ändern müssen, spätestens wenn die Puppets durchs Fenster springen. Momentan, wie gesagt, 4 Hits und du bist tot, egal welche Rüstung du an hast. Du kannst es einfach nur noch ein bisschen ausgleichen, wenn du deinen Charakter auf maximal levelst. Aber sonst bist du tatsächlich nach 4 Hits tot. Was so gewollt ist tatsächlich, damit es eben hardcore und schwer ist. Aber wenn die Puppets durchs Fenster springen können, weiß ich nicht, ob man das noch 4 Hits lassen können. Oder man einfach dauerhaft tot ist. Durchgehend. Das könnte halt auch passieren. Deswegen mal gucken, was wir dann dementsprechend einstellen. Aber es soll auf jeden Fall, wie gesagt, nur schwerer werden. Nicht leichter. Geil ist, dass wir jetzt so einen großen Generator gefunden haben. Wie viel Benzin hast du? 8%. Das ist nicht viel. Aber... Ja, ich habe jetzt den großen Benzinkanister nicht dabei, oder? Ja, war ja klar. Scheiße. Ah, sonst hätte man den neuen Kühlschrank gleich anschließen können. Ich kann mal ganz kurz zeigen, ich habe hier nur eine Kiste. Verbesserte Holztruhe. Hier ist unser Material oder unser Zeug drin, was wir fürs Kochen brauchen. Das natürlich würde ich dann logischerweise in den Kühlschrank packen. Kühlschrank habe ich auch hochrepariert, weil der war jetzt hier unten gespoilt. Oder eben kaputt. Aber wir haben zwar einen Kühlschrank, wir haben einen großen Generator. Das Zeug, die spawnen, wenn man es nicht benutzt, übrigens, ich glaube, nach 21 Tagen oder so. Es dauert relativ lange. So, wir fahren jetzt aber erstmal zurück zu unseren Kisten. Und dann ist die Folge auch schon wieder fast rum. Und wir haben nichts geschafft praktisch. Tanken gehen wir noch, glaube ich. Dann können wir auch den Benzinkanister, den großen, den wir haben, nochmal voll machen. Aber die Aufnahme hält, Gott sei Dank. Oha, Baum. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, ich werde noch ein bisschen warten müssen, bis ich dementsprechend das OBS wieder update. Es ist immer, man muss das OBS irgendwann updaten. Never change your running system ist leider völlig falsch.
ich als Informatiker weiß ungefähr, wovon ich rede. Updatet euer Zeug, aber wenn es so Probleme macht, erstmal warten, bis nochmal ein Fix rauskommt oder irgendwas in der Richtung und dann nochmal updaten. Ist immer ein bisschen schwierig und kompliziert das Ganze. Gerade diese Videoaufnahmeprogramme und so weiter sind tatsächlich ein bisschen komplizierter. Aber nichts, was ein Hexenwerk wäre, aber leider. Ja, stürzt mir immer der Encoder ab. Ich weiß nach wie vor nicht warum. Wie gesagt, ich stecke ein bisschen in der Materie drin. Ich kenne mich eigentlich relativ gut aus. Ich finde es trotzdem nicht raus, woran es genau liegt. Aber wir werden jetzt erstmal wieder so weitermachen, wie es war. Wir sind damit ganz gut gefahren. Warum soll ich es ändern? Wäre zwar cool gewesen, weil da können wir wieder in 4K aufnehmen. Momentan ja nur in UHD praktisch, was wir aufnehmen können. Dann können wir wieder in 4K aufnehmen. Aber wenn es halt nicht sein soll, soll es halt nicht sein. Und in UHD, mir wurde letztens in den Kommentaren geschrieben, dass mein Spiel so schön aussieht und der Stream oder das ganze Let's Play schön aussieht. Die Farben schön dargestellt werden und allen drum und dran. Danke fürs Kompliment, hört man auch gerne. Und deswegen, ja, scheint es ja zu passen. So, einmal zur Tanke. Wir haben noch $832. Wir können doch auf jeden Fall nochmal tanken. Und wie gesagt, heute Abend ist das sowieso Stream mit Vanni. Werden wir dann einen verlassenen Bunker machen. Das erste Mal mit Vanni, das wird sehr, sehr spannend. Das heißt, die nächste Folge, verlassene Bunker-Folge für euch. Und da bin ich mal sehr gespannt, was wir da rausholen werden. Wie gesagt, wir gehen nicht ganz... Oder ich gehe... Ah, hier holen wir nochmal einen Metallschrott, glaube ich. Ich gehe nicht ganz unvorbereitet rein. Hier ist vor allem gerade kein Puppet. Sondern wir sind diesmal vorbereitet in den Bunker. Werden da reingehen. Ich hoffe, Vanni hat irgendwo noch einen Dau rumliegen. Oder hat sich eins geholt, wie auch immer. Das würde helfen auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was wir da rausholen können alles. Ich glaube recht viel. Wir werden auf jeden Fall bis da unten gehen. Was wir halt brauchen, sind Sicherung, aber da werden wir hoffentlich noch was finden. Beziehungsweise, ja, vielleicht kann mir einer, ich frage nachher mal im Chat, vielleicht kann mir einer aushelfen mit der Sicherung. Tausender wäre schon ganz cool. Mal gucken. So, haben wir Puppets? Auch nicht. Doch, wir haben welche. Das heißt auch Minimum ein Sprenger wahrscheinlich. Ja, links steht schon einer. Zwischen den Posten. Aber wir haben eine gesilenzte MK18. Und ich müsste meine Maus mal sensibler einstellen. Gerade auf so Entfernung jetzt hier. Meine Maus ruckelt so sehr, dass ich exakt anvisieren könnte. Und wir sind selber im Skill noch nicht hoch genug. Oh, hä? Warum? Geil, ich habe ihn getroffen. Ist er tot? Eigentlich hätte er explodieren müssen. Das war ein Headshot übrigens. Er steht da hinten noch. Okay, wir haben... Gut, dass ich viel Munition hergestellt habe. Lustigerweise, ich habe ihn getroffen. Ich scheine ihn aber irgendwie so getroffen zu haben, dass es ihn nicht stört. Keine Ahnung. Für dich reicht ein normaler Schuss. Okay, das Visier ist tatsächlich für Kopfschuss das Visier extremst ungeeignet. Doch im Satz den Kopf getroffen. Schön. Schön. So, wir hören. Das Magazin war voll. So, wir haben die Aufmerksamkeit. Dass die immer zwei Schüsse brauchen, verstehe ich nicht. Wir schießen mit einem recht großen Kaliber übrigens. Das echt nicht zu verachten ist. Ich ziehe so tatsächlich irgendwie am besten. Also so ungezielt praktisch. Hier, wir sind dann schnellstmöglich auf dem Kopf. Aber ich muss meine Maus ein bisschen fein justieren. Eigentlich ist das... Ich hab ein Puppet gehört. Ein Suicider. Äffchen. Irgendwie ziele ich... Es ist so ein bisschen ruckelig. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn ich jetzt beispielsweise... Muss ich mal... Wir bauen uns mal ein Ziel und dann kann man da nämlich zielen. Also man zieht ja so grob, okay, da ziele ich hin. Dann hat er das Fadenkreuz. Also ich weiß, okay, ich schieße jetzt irgendwo in den Posten zum Beispiel. Oder neben, kurz neben dem Posten. Das kommt dann so ungefähr schon hin. Und damit kann man ein bisschen arbeiten, aber das ist eine Feinjustierung der Maus. Da wir ja jetzt allerdings keine Ego-Shooter spielen und hier kein PvP haben und es nur gegen NPCs praktisch geht... Ist es mal dahingestellt, wir spielen kein Tarkov gerade. Also es ist relativ simpel, was wir hier spielen. Und wir müssen jetzt auch nicht super präzise reagieren und nicht jedem Puppet in den Kopf schießen. Klar, macht Spaß, aber wir müssen es zumindest nicht. Ah, hat sich schon gelohnt. Und deswegen nicht X. Aufstehen. Hallo?
Jetzt bin ich eigentlich wieder in Ego-Perspektive. Ja, deswegen ist es relativ egal eigentlich. Aber vielleicht magst du das nachher mal. Das dauert allerdings ein bisschen, bis das eingestellt ist, aber vielleicht stelle ich meine Maus dementsprechend noch ein. Zwei Schraubenzieher, zwei Aufladungen schon. Läuft! Aber dafür haben wir jetzt einiges an Munition verbraten, gerade da, wo wir eben nicht getroffen haben. Aber das Visier ist echt für einen Nahkampf, ja, für ein bisschen weiter weg, so auf Mitteldistanz, was sind das? 50 Meter? Schon eher scheiße, das Visier. Das ist eher tatsächlich für enge Räume, für Nahkampf gemacht, das Visier. Auf ein bisschen weitere Entfernung, so 50 Meter, triffst du einfach nichts mehr mit dem Ding. So, oh, ist das ein Wanderrucksack? Yes, Wanderrucksack. So, es kann immer noch sein, dass hier Puppets liegen. Gerade hinten natürlich. 85%? Nee. Okay, das ist AK-Muni. Oder? Nee, SVD-Munition sogar. Nee, die beiden, aber genau, hier liegt er. So, und wenn du nur nach unten guckst, dann funktioniert das Ganze auch. Du musst wirklich, und was für die Scheiße, dass du wirklich exakt nach unten gucken musst, dass er das Schwert nach unten auch zieht. Das ist eine Gewöhnungssache. Ich habe mich noch lange nicht dran gewöhnt. Aber so, sogar rüber. So kann man dann dementsprechend auch die Puppets, die am Boden liegen, zumindest die einfachen mit einem Schlag dann auch töten. Richtig geil ist, dass es jetzt unser erster offiziell selbst gefundener Wanderrucksack ist, den wir haben. Was sehr, sehr gut ist, denn unter anderem im verlassenen Bunker können wir den mitnehmen und können den praktisch da den Loot rausschleppen. Denn wir werden, der hat zweimal Kippen dabei. Wir werden sehr viel Loot aus dem Bunker dann rausholen, wenn wir diese Keycard haben. Hoffe ich zumindest. Bin sehr gespannt. Das ist das allererste Mal, dass ich so eine Keycard benutze. Da steht ein Fahrrad. Da steht ein Fahrrad. Mountainbike sogar. Okay, das Vorderrad fehlt leider. Schade. Aber cool, Mountainbike. Bike, abgeschlossen sogar, okay. Das heißt, das möchte jemand haben. Muss da irgendwie nur eine Regel einführen, dass man ein Schild neben dran bastelt, neben das gehört und so weiter und so fort. Bei meinem Metallschrott, die nehmen wir noch mit auf jeden Fall. Hier können wir auch mal ganz kurz reinlooten wegen Metallschrott. Da können wir nämlich nochmal Munition erstellen, die Munition, die wir jetzt praktisch verballert haben. So, weshalb wir eigentlich da sind, ist das Autotanken. Und weshalb wir auch da sind, ist nochmal den Singlenester voll zu machen. Kann aber sein, dass der auch voll ist. Weiß ehrlich gesagt gerade nicht. Das ist die falsche Kiste. 30 von 40. Den machen wir voll. Damit sind wir fast pleite. Aber wir haben einmal das Auto voll getankt. Wir haben einen Wanderrucksack dazu bekommen, was schon mal sehr, sehr nice ist. Wir haben ein bisschen Loot gemacht, wir haben Munition hergestellt, wir haben so Dau wieder, wir können es gleich wieder reparieren gehen. 81%. Ja, wir sollten vielleicht nochmal reparieren gehen. Und ja, haben einige Puppets nochmal gekillt, 214 Ruhmpünktchen haben, wir sind das für 7 Ruhmpunkte gemacht. Das ist relativ viel, weil mittlerweile stehen die Ruhmpunkte wieder bei 1,0, also bei Vanilla-Einstellungen. Wir waren mal bei 1,4 ganz am Anfang, ich habe es wieder auf 1,0 gestellt, weil es zu schnell ging tatsächlich. Wir werden es auch in der neuen Staffel mit der neuen Version dann so lassen, dass es bei 1.0 steht, durchgehend. Und ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt nochmal zurück. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, dann hoffentlich wieder. Nächste Folge, wie gesagt, ist dann mit Vanni im verlassenen Bunker. Genießt das. Mittlerweile sollte man auch mehr sehen dann im Let's Play und im Livestream. Gerne mal, wie gesagt, auch im Livestream vorbeischauen. Immer mal bei YouTube vorbeigucken. In den Livestreams steht immer drin. Ich versuche das eine Woche vorher am Montag rein oder spätestens am Dienstag reinzusetzen. Wann genau die Livestreams der Woche sind. Da einfach mal vorbeischauen. Da steht immer drin, okay, beispielsweise heute Freitag 21 Uhr erst, normal 20 Uhr, heute 21 Uhr Scam, weil ich vorher nicht kann. Und da gerne mal vorbeischauen. Sonst gerne gefällt mir lassen, gerne abonnieren. Übrigens 4.900 Abonnenten gerade erreicht. Vielen herzlichen Dank dafür und wir sehen uns. Tschüss.